Geht's noch lauter? Weißt du, wir einfach nur so ganz entspannt. Ja, wir wollen hier gerne durch. Und die so Randale. Vielleicht kann ich ja meinen Gedanken auch mal irgendwann beenden, ohne von Hop, Bettis, Delion, Rose, Olivia oder Team Yell angefallen zu werden, wenn ich es am wenigsten gebrauchen kann. Also, wirklich weit komme ich hier auch irgendwie nie. Weißt du, wenn der eine dich nicht nervt, macht's der andere. So, okay, du bist Hop gerade losgeworden und denkst dir so, okay, jetzt aber kommt Sanya irgendwo her. Dann bist du die los, dann kommt Bettis. Dann kommt noch Delion vorbei, der sich verlaufen hat. Dann kommt Team Yell, dann kommt wieder Delion, weil er den Weg schon wieder nicht gefunden hat. Und immer noch umherirrt. Also, okay. Nee, aber wie gesagt, so diese Geschichte von dem Spiel finde ich eigentlich sehr solide, weil ich immer der Meinung bin, in Editionen ist halt einfach das Gameplay im Vordergrund. Arena-Orden sammeln, Routen erkunden, Trainer klatschen, Pokémon sammeln und so weiter und so fort. Und da brauche ich jetzt keine super diepe Story, da will ich halt keine 45 Minuten Cutscenes haben oder so. Ne? Sorgensamen. Nee. Müsste mal Odin vorne wegnehmen, sehe ich gerade vom Level her. Und dementsprechend finde ich das hier eigentlich auch okay. Nur, ja, bei Geradax ist wieder doof für irgendwen anderes als Odin. Es ist halt das, was auch im Chat stand. Dass es in der Vergangenheit gerne mal so ein bisschen gemimt wurde, dass man als Kind quasi die Aufgaben von Erwachsenen übernehmen muss. Nach dem Motto, warum macht die Polizei nicht einfach irgendwas? Wieso müssen wir uns mit Team Rocket anlegen oder mit Team Aqua, Team Magma, Team Plasma, wie auch immer? Aber ich meine, es ist nun mal so, wir sind der Protagonist des Spiels. Dementsprechend ist das halt einfach unsere Aufgabe. Alles andere wäre ja langweilig. Und das Problem ist, ich glaube, genau diese Szene, diese Schiene sind sie hier einfach gefahren. Nach dem Motto, wir haben Story, wir erzählen dir auch ein bisschen was davon, so finstere Nacht und so. Aber du bist ja ein Kind, also musst du nichts machen. Und das, finde ich, ist halt eine weirde Entscheidung. Ach, ich muss nochmal kämpfen. Weil ich meine, es ist natürlich realistisch, wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie alt sind wir? 10, 12, 14? Man weiß es nicht. Da ist es natürlich schon irgendwie nachvollziehbar, dass wir nicht die Welt retten, sondern dass es die Erwachsenen machen. Ja, schon. Aber es ist halt auch irgendwie einfach langweilig. Ich will ja Spiele spielen, um halt legitim was zu machen. Also ich meine, ich will ja auch jetzt nicht irgendwie ein JRPG spielen und einfach keine Kämpfe bestreiten, weil das andere Leute für mich machen. Oder Stardew Valley spielen, aber ich baue meine Sache nicht selber an, weil das irgendwer anderes für mich macht. Nee, wenn ich das Spiel spiele, dann will ich ja auch alles mitnehmen und selber machen. Und es ist hier vielleicht realistisch gehalten, dass die Erwachsenen quasi sich um alles kümmern und wir einfach nur so am Rande alles mitbekommen. Aber es ist halt weird, gameplay-technisch und nicht so smart gemacht. Deswegen hätten sie, wie im Chat auch schon steht, uns eventuell einfach ein bisschen älter machen können und dann wäre das Problem gelöst gewesen. Ja, du wurdest vom Bettis verprügelt. Das ist traurig. Aber mir will einfach nicht aus dem Kopf, wie er am Ende dastand und sagt, dass ich eine Schande für meinen Bruder sei. Wenn mich alle für einen Schwächling halten, färbt es irgendwann auf meinen Bruder ab. Ich will auf keinen Fall, dass Delions Ruf nur wegen mir Kratzer bekommt. Er ist schließlich Delion der Unschlagbare. Ich glaube, ich muss dir das noch alles durch den Kopf gehen lassen. Bis später dann. Unser Langer so. Und tschüss. Bin ich eigentlich geheilt oder muss ich zurücklatschen? Wer will denn jetzt schon wieder was von mir? Um Gottes Willen, es wird immer schlimmer. Ganz ehrlich, ich habe das legitim nicht mehr im Kopf gehabt, wie viele Leute in diesem Spiel dauernd mit mir reden wollen. Das habe ich irgendwie komplett verdrängt. An jeder Ecke will irgendwer was von mir. Ist ja schlimmer als in der Dortmunder Innenstadt, wo an jeder Ecke dich jemand anlabert und Geld von dir haben will oder dir eine Zeitschrift andrehen will. Ich bin Papela. Wenn du mehr über mich wissen willst, dann wirf einen Blick auf meine Ligakarte. Nee, danke du. Nee, nee, nee. Irgendwann musst du immer zeigen, wie stark du wirklich bist, Kindchen. Nicht heute, aber irgendwann. Wie unnütz diese Konversation einfach war.
Ich meine, gut, dadurch haben wir sie jetzt schon mal gesehen, aber... Wir müssen doch mal heilen gehen. Es ist schon krass, wie oft man hier, wie gesagt, von irgendwem plötzlich angesprochen wird. Das habe ich gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Aber generell finde ich, dass Pokémon Schwert und Schild keine schlechten Spiele sind. Also es hat mir trotzdem Spaß gemacht, das Spiel zu spielen damals. Achtung, Achtung, bitte steinigt mich nicht. Ich finde, das Spiel sieht doch eigentlich ganz gut aus. Also wie gesagt, es ist schon ausbaufähig natürlich. Aber so die Städte zum Beispiel finde ich eigentlich ganz schick. Die Musik finde ich sehr, sehr gut. Pokémon-Auswahl ist ganz gut. Generell mag ich auch viele Pokémon der 8. Gen sehr, sehr gerne. Die Story an sich ist eigentlich auch ganz gut. Und das Spiel hat auch einige Charaktere, die ich ganz cool finde. Und auch so Sachen wie jetzt Interface beispielsweise und so. Ne, also, ne? Man hat schon viele Möglichkeiten. Und ja. Also ich habe da viel Spaß mit gehabt, auf jeden Fall. Aber es hat halt auch wirklich viele Dinge, wo ich mir denke, da ist der Fokus vielleicht anders gesetzt, als ich ihn gerne hätte. Also ich finde die Naturzone als Idee an sich ganz cool. Und wie gesagt, ich glaube, es war halt wirklich ein Prototyp, weil sie halt vielleicht schon geplant haben, dass sie so ein bisschen in die Open-World-Richtung gehen wollen. Mit Legenden Arceus, mit Karmesin und Purpur. Und dass sie deswegen das hier schon mal so ein bisschen eingebaut haben. Halt nicht komplett, also nicht nur Naturzone, sondern wirklich so in die Mitte gepackt haben, wo man halt mehrfach durch muss. Was ich smart finde, dass du storytechnisch da durch musst, aber auch wirklich nur durch musst und dir selber aussuchen kannst, ob du da Zeit drin verbringen möchtest oder nicht. Also, dass sie es quasi mit eingebaut haben, aber eben nicht komplett sich nur darauf verlassen haben. Finde ich, wie gesagt, eigentlich schon recht smart gelöst, aber ich finde, es ist halt auch wirklich auffällig, dass es eben ein Prototyp irgendwo ist. Also, ich finde, das merkt man schon. Luftschnitt, ja, ist klar. Natürlich. Von allen Attacken, die hätten kommen können, hast du natürlich was sehr Effektives erwischt. Ne, also die Idee der Naturzone ja. Und ich finde es auch eigentlich ganz gut, dass es halt wirklich nur ein Teil der Region ist und nicht die komplette Region. Ich kann mich halt noch nicht hundertprozentig damit anfreunden, dass Pokémon so komplett Open-World-mäßig wird. Ich will aber auch nicht direkt sagen, dass es scheiße ist. Ich möchte erst Kamezin und Purpur spielen und gucken, wie es funktioniert. Weil, ich muss sagen, ich war da immer so ein bisschen abgeneigt von, weil ich mir dachte, ich mag meine Linearität in Pokémon eigentlich ganz gerne. Aber in Pokémon Legenden Arceus hat das echt sehr, sehr viel Spaß gemacht und sehr gut funktioniert. Deswegen gehe ich da auch möglichst unvoreingenommen in Kapu rein und guck einfach mal, wie das so wird. Aber an sich, wie gesagt, bin ich da noch so ein bisschen zwiegespalten. Aber ich finde die Naturzone hier einfach. Er hat für mich jetzt nicht so sonderlich viel Wiederspielwert, wenn du da. Also beim ersten Mal ist es ganz cool, die ganzen Pokémon halt zu fangen und den Pokédex zu vervollständigen. Das macht schon Spaß, wenn das was ist, was man halt wirklich mag. Aber es hat halt für mich keinen Wiederspielwert. Also ich gehe viel lieber wirklich zigmal, wenn ich das Spiel jetzt mehrfach spiele, die gleichen Routen ab und kämpfe da, als zigmal durch die Naturzone durchzugehen. Also ich finde jetzt beispielsweise reguläre Pokémon-Routen zu erkunden, hat viel mehr Wiederspielwert, als die Naturzone zu machen. Generell muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich damit alleine bin, ich finde so Open-World-Gebiete haben für mich nicht so viel Wiederspielwert, weil wenn ich die einmal wirklich so komplett erkundet habe und alles gesehen habe, dann habe ich ehrlich gesagt keinen Bock, das nochmal von null auf nochmal zu machen. Nicht in Breath of the Wild. Und auch nicht in irgendeinem anderen Open-World-Spiel. Ich hätte, glaube ich, auch nicht so viel Lust, Legenden Arceus nochmal komplett von null aufzumachen. Ich konnte mich noch nicht mal aufraffen, Xenoblade. Ich wollte ja Xenoblade 2 nochmal spielen, bevor Xenoblade 3 rauskommt. Habe ich nicht gemacht. Es ist nicht komplett Open-World, aber es ist halt sehr offen. Ich weiß nicht, wenn ich einmal alles gesehen habe, alle Items mitgenommen habe, alles gefangen habe, alles mir angeguckt habe, dann. Ich weiß nicht. Dann kann ich mich nicht dazu aufraffen, das nochmal zu machen. Und deswegen ist Naturzone für mich auch so, wenn ich das einmal alles gesehen habe, dann muss ich es nicht nochmal sehen. Also die hat für mich nicht viel Wiederspielwert. Die ist, finde ich, auch unglaublich
leer. Also ich finde irgendwie, man hätte das viel schöner gestalten können. Ja, ich weiß, ich kann jetzt wieder einen New Pokémon Snap-Vergleich anbringen. Aber ich finde auch, New Pokémon Snap ist mit das hübscheste Pokémon-Spiel, was es gibt. Es ist so hübsch. Aber nee, ich finde die Naturzone halt einfach visuell, ehrlich gesagt, nicht wirklich ansprechend. Ich finde, da hätte man viel mehr rausholen können. Man hätte sie auch einfach kleiner machen können. Also den gleichen Inhalt auf einer kleineren Fläche hätte auch funktioniert. Die ist irgendwie viel zu leer, es gibt nicht so viel zu entdecken. Also ich glaube, die Naturzone verlässt sich einfach sehr viel auf Hallo, ich fange Pokémon und Hallo, ich mache Raids. Aber viel mehr hat die halt leider nicht zu bieten. Deswegen bin ich nicht so der allergrößte Fan von der Naturzone. Und das Problem ist einfach, was ich damit habe, ich liebe halt Routen in Pokémon-Spielen. Ich finde halt so richtig schön, halbwegs lange Routen, wo du halt wirklich so ein bisschen gucken musst auf deine KP, auf deine AP, weil du halt wirklich lange da unterwegs bist, wo du diverse VMs brauchst, um weiterzukommen, wo du surfen kannst, Wasserfälle erklimmen kannst, durchs hohe Gras durchschlendern kannst, Trainer kloppen kannst, vielleicht noch ein bisschen Story hast. Ich denke da immer so an die Route vor Baumhausen City, ist mit meiner Lieblingsroute, weil da einfach dieses Erkunden einfach so im Vordergrund steht. Das sind halt so die Sachen, die ich total genieße in Pokémon-Spielen. Und in diesem Spiel hier haben die Routen nichts davon. Die Routen sind legitim 3 Meter mit 5 Trainern Ende, weil gefühlt der Fokus komplett auf der Naturzone liegt. Und das finde ich so schade, weil ich liebe Routen in Pokémon-Spielen und die haben mir keine Liebe bekommen. Deswegen finde ich, ist da der Fokus irgendwie nicht so, wie ich ihn gelegt hätte. Also das ist für mich ein ganz, ganz großer Kritikpunkt an dem Spiel. Aber erstmal, wir haben einen Makabaya nebenbei gefangen in der Galar-Form. Auch so ein Pokémon, was irgendwie nicht existent ist für mich. Durch die Galar-Form ein bisschen mehr. Eine Tontafel, auf der ein Fluch eingeritzt wurde, hat Besitz von Blitzer ergriffen. Man sagt, sie ziehe ihre Kraft aus dem Groll anderer. Okay. Du siehst gerne andere Leute leiden. Okay. So, bist du auch in der richtigen PC-Box? Mal eben gucken. Aber ja, das ist für mich so ein ganz großer Punkt, der mich halt wirklich stört an Schwert und Schild. Dass die Routen irgendwie extrem lieblos sind. Und dafür die Naturzone halt die ganze Liebe bekommen hat, aber irgendwie trotzdem nicht so wirklich geil ist. Ach, es ist diese Route. Da habe ich, glaube ich, meinen Shiny Salanga gefunden, weiter oben. Dann halt die Story. Wie gesagt, ich finde das Pacing unglaublich weird. Warum einfach alles am Ende kommt und davor irgendwie so gar nichts. Also das finde ich ehrlich gesagt nicht so smart gemacht. Es ist aber auch nicht nur was Schwert und Schild macht. Das hat leider Pokémon Super Mystery Dungeon genauso gemacht, dass die ganze Story gebündelt am Ende kam. Und versteht mich nicht falsch, man kann ja auch wirklich am Ende nochmal einen großen Knall hinpacken. Siehe Pokémon Schwarz und Weiß 1, wo quasi das Story-Finale mit der Pokémon-Liga gleichgesetzt ist. Also das kann man natürlich machen. Gehen wir erstmal auf dich. Aber da muss man meiner Meinung nach davor halt auch noch genug packen, um das irgendwie aufzubauen. Ne? Das haben sie hier halt einfach nicht gemacht. Das hier ist halt legitim ein Pokémon-Spiel ohne Antagonisten bis zum Ende. Stellt euch mal vor, oder vergleicht es mal, wie oft Team Rocket, Team Aqua und Magma, Team Galactic, Team Plasma, Team Flare und so weiter und so fort, wie oft die tatsächlich vorkamen im Laufe des Spiels und meistens sogar schon relativ früh. Hier nix. Abseits von Team Yell, aber die zähle ich jetzt mal nicht. Wobei, ich heile dich vielleicht einfach mal einmal. Deswegen, also Routen-Naturzone ist ein riesiger... Moment, habe ich dich jetzt? Ja, Routen-Naturzone ist für mich ein riesiger Kritikpunkt. Und auf jeden Fall auch Antagonisten-Story. Also das finde ich beides eher meh. Und ich glaube, mein
Dritter großer Kritikpunkt ist das Postgame. Das finde ich irgendwie auch so, weiß ich nicht. Hat mich jetzt nicht abgeholt. Aber das ist eher so ein kleinerer Kritikpunkt. Die anderen beiden sind so meine größeren. Aber ich muss jetzt leider trotzdem mal Odin reinholen zum Tanken. So. Ja, welches Postgame? Ich glaube, das Problem ist einfach, ich habe das ja schon sehr oft erzählt, meine Lieblings-Editionen, Schrägstrich Regionen, sind halt Pokémon Schwarz und Weiß 2 mit Einal und Pokémon Rubin, Saphir, Smaragd, Omega Rubin, Alpha Saphir mit Höhen. Das sind so die beiden Regionen oder Spiele, die ich halt am liebsten mag. Wobei ich auch ein großer Fan von Johto und von Sinnoh bin, muss ich dazu sagen. Also die kommen kurz danach, wirklich. Und Kalos, Alola, Gala und Kanto kommen dann irgendwann danach. Aber dementsprechend ist so mein Problem, glaube ich, dass meine Messlatte für Routendesign Höhen ist. Wie gesagt, alles so um Baumhausen City herum finde ich unglaublich schön. Alles um Laubwechselfeld, Bad Lavastadt herum finde ich richtig geil gemacht. Also, ich weiß nicht, ich finde halt einfach, dass Höhen, gerade so mit dem Schlotberg, mit Xenoroville, mit Baumhausen City, mit allem möglichen, unglaublich kreative Orte einfach hat. Ich mache irgendwie keinen Schaden mehr, kann das sein? Deswegen, das ist halt so mein Anspruch irgendwie. Und so in Sachen Postgame oder Antagonisten ist halt dann wiederum Einal so mein Anspruch. Und da liegt die Messlatte schon sehr hoch. Ne? Dementsprechend. Es ist ähnlich wie bei Pokémon Mystery Dungeon tatsächlich. Ich liebe Pokémon Mystery Dungeon 2. Ist mit mein Lieblingsspiel of all time. Ich liebe dieses Spiel. Es macht so. Also, ich bin noch nicht mal der größte Fan von Mystery Dungeon Gameplay. Das kann ich auch nicht den lieben langen Tag spielen. Durch Dungeons durchlaufen, ist auch nicht so immer mein Hobby. Und ich habe bis heute die ganzen knüppelharten Dungeons, Nullinsel und so, nicht gemacht, weil, nee, kein Bock. Aber ich finde das Spiel, es sieht so charmant aus, es hat so geile Musik, es hat so geile Charaktere, ich liebe die Story und ich habe einfach so eine starke emotionale Bindung zu diesem Spiel, dass mir das mit dem Gameplay eigentlich egal ist. Und ich mochte auch PMD1, aber PMD1 war halt einfach ein bisschen kurz. PMD1 hat auch viel richtig gemacht, auch storytechnisch, aber es war halt einfach kurz. Hallo Diktri da unten. Wo geht's denn jetzt eigentlich weiter? Hier oder da drüben? Ich glaube, hier eventuell. Nee, also ich mochte PMD1 sehr gerne, schon, aber PMD2 war einfach godlike für mich. Ich liebe dieses Spiel. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache. Ich glaube halt einfach, wenn man diese emotionale Bindung dazu nicht hat, die ich habe, dann mag man es vielleicht nicht so gerne. Ih! Aua. Weil wie gesagt, das Gameplay ist auch nicht mein liebstes Gameplay. Ich finde Pokémon Ranger Gameplay zum Beispiel viel geiler. Ne? Aber ich habe einfach so eine Bindung dazu. Ich weiß halt noch ganz genau, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, damals Erkundungsteam Zeit im Urlaub, als wir an der Ostsee waren und ich habe das so gesuchtet jeden Tag. Also ich hab schon noch Urlaub gemacht außerhalb des Hauses, aber ich habe auch schon recht viel PMD immer gespielt, so zwischen unseren Ausflügen. Es ist war einfach so toll und es hat mich wirklich emotional total abgeholt und oh, hier komme ich. Oh, hi, aber hier komme ich gar nicht hoch, sehe ich gerade. Na gut, aber ich kann einmal angeln. Und was ich eigentlich sagen wollte, PMD3 hat es ja nie bis zu uns geschafft. Das ist ja nur in Japan rausgekommen. Das hatte aber auch gar keine Story. Deswegen zähle ich das jetzt auch mal gar nicht. Und dann kam ja PMD4 quasi, also Portal in die Unendlichkeit. Und ich war so gehypt, weil ich ja PMD2 so gerne mochte, ne? Ich war so gehypt. Muss ich das jetzt weiter ausführen mit Portale? War schon, ja. Ne?
nicht so. Also ich meine, Portal in die Unendlichkeit hat auch viele Sachen, die ich tatsächlich mag. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das Spiel nicht so schlecht finde, wie es viele Leute darstellen. Ich habe immer so das Gefühl, dass die Leute so nichts Positives an diesem Spiel finden, nach dem Motto, das Spiel ist abgrundtief schlecht. Das finde ich tatsächlich nicht. Also ich finde schon gerade die Story eigentlich sehr cool und die Charaktere, aber das Gameplay ist schnarchig. Wie sonst was. Und das hat mich sehr, sehr traurig gemacht. Weil, wie gesagt, das Spiel hat halt einige gute Aspekte gehabt, auf jeden Fall. Aber ja, es kam halt für mich nicht an den Vorgänger dran. Und dann kam ja PMD 5, ne? Super Mystery Dungeon. Da war ich wieder so richtig, oh mein Gott, Hypo. Und das war irgendwie auch nicht das, was ich wollte. Deswegen frage ich mich, ob sie jemals wieder dazu in der Lage sein werden, so von der Story her und von den Charakteren her, so ein gutes PMD zu machen wie der zweite Teil. Ich glaube nicht. Es ist übrigens unglaublich belastend, wie wenig Schaden Fjorm macht. Vielleicht braucht sie doch eine stärkere Attacke. Vielleicht braucht sie doch den Surfer. Was wäre dein Traum-PMD? Ein Remake vom zweiten Teil? Also ich fand an sich so das Gameplay in den neueren Teilen auch okay. Das Gameplay in Super Mystery Dungeon fand ich okay. Aber ich fand in Portale war die Story gut, aber das Gameplay war schlecht. Und in Super war das Gameplay gut, aber die Story war schlecht. Das ist so. Ich glaube, was für mich halt einfach wichtig ist bei einem Mystery Dungeon Spiel, ist halt einfach, dass ich eine wirklich schön erzählte, tiefgründige Story habe, mit einem guten Pacing und guten Plot-Twists und geilen Charakteren. Plus ein Gameplay, wo ich nebenbei nicht einschlafe. Also eigentlich sind meine Ansprüche gar nicht so hoch. Aber ich glaube, meine Messlatten liegen halt einfach irgendwie sehr hoch. Beziehungsweise ich glaube einfach, das, was ich halt wirklich Gladiantri. Okay. Was ich halt wirklich so feiere, Pokémon Schwarz und Weiß 2, Pokémon Smaragd, Pokémon Ranger 2 und 3, Pokémon Mystery Dungeon 2, Pokémon Kolosseum und XD, Pokepark 1 und 2, das sind alles so Sachen, die irgendwie so nicht mehr aufgegriffen werden von Game Freak oder die keine Liebe mehr bekommen. Vielleicht bin ich auch einfach irgendwie so. Vielleicht stecke ich einfach in der Vergangenheit so ein bisschen fest. Weil ich, wie gesagt, so an Pokémon Ranger zum Beispiel festhalte oder an Pokémon Kolosseum und XD, wo es wahrscheinlich niemals Nachfolger geben wird. Und ich kann mich im Gegenzug dazu noch nicht unbedingt mit den neueren Sachen, wie jetzt Pokémon Unite oder sowas, wirklich anfreunden. Das liegt vielleicht auch irgendwie so ein bisschen an mir, aber ja. Fjorm. Lass mich mal kurz was überprüfen. Du bist ja eher physisch. Du hast 56 Angriff. Dein Spezialangriff ist bei 49. Der ist eigentlich gar nicht so scheiße. Deiner ist bei 89. 58. 78. Gut, du bist eh noch am Nachziehen. Also 49 geht. Aber irgendwie macht Fjorm einfach keinen Schaden. Vielleicht müssen wir Fjorm mal ein bisschen boosten. Wie gesagt, ich möchte die ganzen Sachen ja nicht immer alle sofort direkt benutzen, um es mir nicht zu leicht zu machen. Aber wenn ich sehe, dass ein Pokémon echt so gar nicht irgendwie was reißt, dann kann man das ja durchaus mal machen. Dann packen wir den Surfer einfach hier oben hin. Und dann könnten wir in der Theorie auch Liv noch mal ein, zwei Level geben. Und kann die kleine Tasse nämlich auch mal mitkämpfen. Wie viel macht das? 24.
Tiefschlag. Ja, komm. Ach ja, ich erinnere mich. Mortipod oder Fatalité ist egal, ist auch so ein Pokémon, was tatsächlich gefühlt nichts lernt. Und der Spuckball kommt, glaube ich, auch erst irgendwie auf Level 48 oder so. Nee, komm, nehmen wir mal die Sonderbonbons. Das heißt, tatsächlich war Fatalité eins der Pokémon, für das ich halt wirklich einen Spuckball geholt habe. Dass es sich halt überhaupt mal wehren kann. Der zweite ist, glaube ich, für Gengar, weil Gengar das auch erst recht spät lernt. Aber Gengar hat immerhin, oder Alpollo hat immerhin eine Bürde. Fatalité hat nichts. So. Dann haben wir uns auch noch mal so ein kleines bisschen geboostet. Dann darfst du jetzt auch tatsächlich mal ein bisschen was machen. Diese riesigen Diktastatuen da hinten. Ich sehe aber schon das Pokémon-Center von Passback. Da ist noch ein Trainer. Tassen-Action! Ja! Ich hoffe übrigens, es ist nicht zu anstrengend, wenn ich irgendwie dauernd gefühlt die gleichen Vergleiche ziehe. Also immer mein typischer New Pokémon Snap-Vergleich, wenn es um die Optik geht, oder immer so ein bisschen Schwarz und Weiß 2 oder Smaragd oder PMD2 oder so, aber das sind halt einfach so die Sachen, die ich halt total liebe. Hoffentlich kannst du keine Unlichtattacke. Wie viel Schaden macht denn so ein Spuckball? Naja. Vergeltung ist okay. Vergeltung macht keinen Schaden. Gute Vergleiche nutzt man halt oft. Schon. Ich meine, ich glaube, es ist halt nicht ungewöhnlich, wenn man beispielsweise über Pokémon Schwert und Schild redet, was einem halt gut gefallen hat und was einem nicht gut gefallen hat, dass man automatisch dann das mit anderen Spielen vergleicht, die einem eben vielleicht besser gefallen haben. Ich meine, ich warte immer noch auf die Pokémon-Edition, die mich vom Hocker hauen wird. Aber ich habe die Befürchtung, dass sie nie kommen wird. Du hast nur Kampfattacken, das finde ich geil. Also das soll jetzt auch irgendwie gar nicht total pessimistisch klingen. Na, das macht gar nicht mal so viel Schaden. Ich wollte ein bisschen AP sparen. Aber egal. Hätte auch mega sauber machen können. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Sachen, die ich gerade alle aufgezählt habe, wahrscheinlich auf ewig so meine liebsten Pokémon-Spiele bleiben werden. Und ich glaube halt nicht, dass nochmal eine Edition kommt, die für mich wirklich an Smaragd oder Schwarz und Weiß 2 rankommt. Ich glaube auch nicht, dass nochmal ein Pokémon Mystery Dungeon kommt, was für mich an PMD 2 rankommt. Außer sie machen ein Remake davon. Das würde mich sehr glücklich machen.